Кузьмич! Где это я? Kusmitsch im Gespräch mit Edichowitsch. Kusmitsch ist unser Hausmeister im Office von Kaliningrad Domizil. Manchmal hat er Fragen und Edichowitsch versucht, diese zu beantworten. Aber manchmal hat auch Edichowitsch Fragen. Und es gibt zwei sichere Informationsquellen, wo sich Ausländer über Russland informieren können. Taxifahrer und Hausmeister. Kusmitsch, dobre utro. Ich habe ein Problem. Vor kurzem habe ich einen Artikel veröffentlicht. Da ging es darum, dass Russland seit dem Jahre 2000 Finanz- und Goldreserven geschaffen hat, um ruhig leben zu können. Und da habe ich geschrieben, dass Russland de facto keine Auslandsverschuldung hat. Einer unserer aufmerksamen Leser und Zuschauer meinte, dass das so absolut nicht stimmt. Tja, was stimmt dann? Hat Russland Schulden oder hat Russland keine Schulden? Nu, Edichowitsch, so ganz schuldenfrei ist Russland im Ausland nicht. Da hat dein Leser schon recht. Siehst du, wie hoch die Verschuldung von Russland in den 90er Jahren war? Mit jedem Jahr mehr und mehr Kaschmar. Und erinnerst du dich an den 31. Dezember 1999? Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Я ухожу. Putin wurde als Übergangspräsident bis zu den Wahlen im Mai 2000 eingesetzt. Na, und siehst du, wie die Verschuldung sofort anfängt, sich zu verringern? Ja, 2013 ist sie nochmal ein wenig angewachsen und fällt nun wieder tschut, 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 tschut. Bonjour. Bei internationalen Reserven von 432 Milliarden US-Dollar und Goldreserven in der Weltgruppe Top 5 ist die Auslandsverschuldung Melodsch. Ui, danke Kusmitsch. Nun, nie sagst du.